Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, wir starten wieder rein in Tom Prider Albarellos Mysteries. Ja, ganz normal mit Q4 Weine starten. Okay drücken und schon kann der Spaß beginnen. Ja, Moment, muss er laden. Was für Zeit gönnen wir ihm? Ich lade. Wo bin ich stehen geblieben? Genau, hier fange ich an. Muss erstmal gucken, wo ich überhaupt hin muss. Okay, da ist eine Plattform, da ist eine Kante, da ist eine Plattform. Ich denke, man muss irgendwie bestimmt nach unten. Ah, das ist eine Schnur, da kann man bestimmt dran ziehen oder hochhangeln, wie auch immer. Okay, da stecke ich als erstes ab. Okay, mal gucken, ob hier was ist. Bleibt dunkel. Ne, also hier kann ich nichts erkennen. Na gut, dann springen wir zurück. Und hier vorne war da auch eine Plattform. Dann checke ich mal die ab. Oh, Gefahr, Gefahr. Nochmal. Jetzt aber hier los hier. Ja, dann betätigen wir mal hier den Schalter, Hebel, wie auch immer. Was passiert? Irgendwie nichts. Na, nicht fallen, ich dachte jetzt schon. Da ist auch eine Plattform. Mal abchecken, ne? Das Problem ist, ich sehe nichts. Ja, schön. Es hat Lara das Fackel angemacht. Ah, wenn ich sie wegschmeiß, dann sehe ich was. Oh, oh, oh. Doch. Gott. Ein bisschen hoch. Was meint ihr? Na, ich check nochmal ab, ob eine andere Alternative irgendwo ist. Da unten ist eine Plattform. Okay. Da ist eine Plattform, die sieht ja interessant aus. Wie komme ich da hin? Gar nicht. Da ist auch so ein... eine Schnur. Vielleicht. Soll ich einfach mal drauf springen? Hm. Ach, weiß nicht. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, was ich machen soll. Ist hier hinten noch etwas? Aber ich sehe ja nichts. Lass mich mal bis zur Kante hier. Ah doch, ja, das könnten wir mal machen. Ja. Ich mach mal ein bisschen Licht an. Ah ja. Hin. Na egal. Okay. Komm, wir gehen erstmal hier runter. Ja, ich mag es nicht, wenn ich nichts sehe. So wie jetzt zum Beispiel. Oh, ich habe so Energie verloren. Lara zielt. Ah, hier hätten wir schon mal eine, weiß nicht, Bank, sagen wir mal. Ah, ich höre was. Ja, wo seid ihr denn? Ah, da oben. Ich höre mal was. Auf alle Fälle ein bisschen Energie. Komm. Ein bisschen Energie nehme ich mal zu mir. Ich meine, das macht die ganze Sache hops verdrückt. Natürlich ein bisschen spannender, keine Frage. Okay, wunderbar.
So, was finden wir denn da? Muni und sonst nix. Hm. Ich hab doch irgendwo so ein Seil gesehen, ne? Ein Seil, eine Stange, whatever. Hallo. Hä? Ich hab da vorhin. Die ist ganz verwirrt. Was haben wir denn da? Ein Kreuz? Okay. Hier habe ich auch noch etwas gesehen. Da oben, wie komme ich noch auf diese Plattform? Da oben ist Licht, wie komme ich da hin? Kann man reinkriechen? Okay, komm, machen wir das mal. Krieg. Okay. Ja, ich habe was gesehen. Ah, okay. Eine Luke bestimmt. Ich sehe nichts. Ich sehe immer noch nichts. Aha, jetzt sehe ich was. Mal kurz abchecken. Ne, sonst ist hier nicht. Also ich muss irgendwie die Luke öffnen. Okay. So, ich möchte den Plan hier umsetzen. Ich möchte da drauf. Wie geht das? Hm. Ja. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das ist aber jetzt mystisch, gespenstisch. Und wo ist das Seil? Wo ist die Stange? Ah, da ist eine Kante. Ah, hier ist eine Plattform. Okay. Schwung mal da drauf. Liegt da was? Türs closed. Die eine ist rot, die andere ist grün. Schön. Kann man machen, ne? Kommst du da drauf? Nee, das schaffst du nicht. Aua! Hat doch nicht Glück gehabt. Tja. Nun? Ich hab irgendwo eine Kante gesehen, ne? Brennt sich hier nicht. Da oben ist die Stange, oder? Sag mal, es ist ein Seil, ist keine Stange. Okay, ich muss auf jeden Fall nach oben, definitiv. So, dann wollen wir mal gucken, ob hier noch irgendwie etwas Besonderes ist. Ich mache nochmal eben die Fackel an und schaue mich mal hier so ein bisschen um. Also ich kann jetzt hier nicht Wildes erkennen. Doch, ich kann was erkennen. Das könnte doch, glaube ich, schon reichen, dass ich hier an Seil komme. Ich teste mal. Ich mache einfach mal einen Probejump und guck mal, was passiert. Funktioniert nur von dieser Position. Jetzt muss ich natürlich mal gucken, wo ich jetzt hinschaukeln muss. Ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, mal hier drauf, ne? Das wäre dann mal ein Versuch wert. Oder ich drehe mich nochmal ganz kurz um. Vielleicht gibt es hier ja noch eine interessantere Stelle. Ja, die ist interessanter, definitiv. Da will ich hin. So, was jetzt schaukeln, Nara?
Nee, so nicht. Ja, andersrum. So, jetzt aber. Komm, Lara. Schaukel. Und schaukel. Dann muss ich doch weiter nach unten? Nee, da kann ich passen. Gehen wir nach ganz unten. So, jetzt schaukel. Nein! Lara. So, jetzt schaukel. Ah ja, das sieht gut aus, ne? Noch einmal. Nein! Okay, aber so in etwa muss es funktionieren. Das ist nur die richtige Taste drücken beim Springen. Der war aber auch messerschneidig, würde ich sagen. Aber er hat funktioniert. Und das ist ja jetzt die Hauptsache. Ich würde sagen, ich gehe mal hier so ein bisschen weiter nach oben. Mach mal ein wenig Licht an. Wie war das nochmal? Ja, die richtige Taste sollte ich drücken. Ne, hier haben wir nichts. Kann sie sich vielleicht hier hangeln? Ah, hier ist ein Schalter. Cool. Ich hoffe mal, dass die erste Tür oder die erste Klappe aufgeht. Passiert nichts, ne? Oh, 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 oh. Und was nun? Ah, da hinten ist noch ein Schalter. Könnt ihr den sehen? Ich denke mal, ich muss... Ne, den habe ich ja schon betätigt. Der ist ja außerdem auch unten. Kann man ja gut erkennen. Ich habe eine gute Frage. Wo muss ich jetzt hin? Ja. Ist da eine Plattform? Ist ein bisschen weit weg. Jetzt eigentlich ehrlich gesagt mit dem Latein am Ende. Also die Tür ist zu, das kann man ja gut erkennen, und die Tür da hinten ist auch zu. Denke, da komme ich auch mit dem normalen Jump hin. Aua! Ah, ohne Aua. Okay. Sehr gut. Dem Schaukeln, das habe ich noch nie so ganz verstanden. Da reicht wohl meine Physikkenntnisse nicht für. Ah ja, komm. Jawohl. So, was soll ich hier? Ist eigentlich nur so ein bisschen just for fun hier, kann das sein? Also irgendwie kann man hier machen nichts. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Da oben war ich ja vorhin, da habe ich ja eigentlich alles abgeschickt. So, ich würde sagen, ich mache mal jetzt hier so einen kleinen Schnitt, weil ich werde jetzt hier noch ein bisschen rumeiern, ein bisschen suchen und melde mich dann wieder, sobald ich was gefunden habe. So, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe etwas gefunden. Bin für euch nochmal extra zurückgegangen. Ich muss dazu wieder ein bisschen zurückspringen.
Ich habe einen weiteren Schalter gefunden. Den werde ich jetzt mal betätigen. Der war, glaube ich, genau hier. Ja, kann man schlecht erkennen. Ich wollte erst auch auf die Plattform einmal drauf gehen, aber ich dachte mir so, da liegt eh nichts. Brauchst du nicht drauf. Okay. Aber da war noch ein Schalter. So, und irgendwo geht es vielleicht eine Tür auf. Also was jetzt genau passiert, weiß ich gar nicht. Ich habe einfach mal gehofft, dass jetzt etwas passiert. Also die Tür ist zu. Okay. Also hat er nichts gebracht, der Schalter. Ich dachte, jetzt geht eine Tür auf. Ich habe gedacht, es geht eine Tür auf. Die ist nach wie vor zu, ne? Ich drehe eine Wende. Ich will. Also da ist eine Tür, da ist eine Tür. Und weiter oben ist auch noch eine Tür. Vielleicht ist die ja jetzt aufgegangen. Ja gut, die könnte ich auch nochmal eben abchecken. Dann komme ich hier nochmal hoch. Hier war das, ne? Genau. Genau. Wo war das? Also die ist definitiv zu. Hä, wo ist denn die andere Tür? 1, 2, 3. Ne, mehr war nicht, ne? Alle drei sind zu. Gut, okay. Das heißt für mich, ich muss weiter suchen. So, ich hätte noch eine Idee. Ich habe das alles abgegrast, also mehr Schalter gibt es nicht. Ich hab, alle drei sind unten. Ja, vielleicht müssen die Schalter in einer bestimmten Reihenfolge gedrückt werden. Ja. Oder habe ich den überhaupt oben betätigt? Warte mal, ich check nochmal eben ab. Oder wie kam ich da nochmal rüber? Ne, von hier nicht. Ich glaube, von ganz oben war das, ne? Nochmal. Wie war das nochmal? Ach, über das Seil, ne? Okay, gehen wir da runter. Ich hangel mich nochmal darüber. Genau, lass jetzt mal planen. Ich hangel mich jetzt darüber. Und guck nochmal, ob ich da alles abgeschickt habe. War verkehrt rum, aber ist egal. Oh, 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 oh. Böse Falle, böse Falle, böse Falle, böse Falle. Wo bin ich? Ich bin hier. Ups. Ah, okay, wenn man nicht sieht im Dunkeln, ist das auch nicht so einfach. So, wo muss ich nochmal hin? Ah ja, genau. Hier hin. Oh, da war noch eine Kante. Noch ein Versuch. Komm, springe doch erst nach oben. Weil wir machen das noch anders. Wir machen das dann so. Aha, geht doch. Nein! So, wo ist das Seil? Lass mal eine Kante ran. So. Das ist Lara Croft ohne Kanten. Ganz unten, so. Jetzt dreh dich schon wieder verkehrt rum. Ist nicht so schlimm. Kann aber passieren. So, vielleicht ein bisschen. Ich hasse diese Sprünge. Ich hasse sie einfach nur. Oh, hier ist ein Loch, ne?
Was soll ich denn da oben, ne? Wo habe ich den Schalter betätigt? Das wollte ich mal eben abchecken. Hä, der ist da unten. Oh. Da ist eine Tür aufgegangen. Oh, das ist aber jetzt ganz übel. Wenn die Schalter in der bestimmten Reihenfolge betätigt werden müssen. Keine Ahnung. Die Tür ist offen. Okay. Ich würde sagen, speichern. Wie das auch immer funktionieren soll, keine Ahnung. Ja, sieht gut aus, ne? Okay. Jetzt stehe ich hier. Noch einen Schritt. Oh! Ich höre da etwas. Wo bist du denn jetzt hingelaufen? So, ich war schon mal drüben, das ist schon mal gut. Also man kann rüberspringen. Muss ganz nach links. Zwei Schritte vor. So, so in etwa muss es aussehen. Und dann im richtigen Augenblick. Na, nicht so. Ist egal, ich bin drüben. Oh, der war aber. Nein, hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Ich denke, ich brauche volle Energie vielleicht. Komm, ich tanke einmal auf. So, jetzt aber. Nicht kein Kopfsprung. Warum machst du einen Kopfsprung? Aber? Ich hab's geschafft. Oder geht es noch weiter? Puh. Okay, ich bin drin. Ich bin drin. Yippie-yay. Geh Licht wieder aus. Gut. Ja, ich mache mal lieber ein paar Speicherpunkte mehr. Ich habe nämlich keine Lust hier. Hä? Ja, toll. Muss ich hier wieder rein? Was war das denn jetzt? Die Tür ist zu. Okay. Die Tür ist zu, die Tür ist zu. Tja. Ich muss sagen, keine Ahnung. I need help. Vielleicht den oberen Schalter jetzt nochmal betätigen. Ja, da könnte ich nochmal eben ausprobieren, aber das fällt mir jetzt nicht ein. Bisschen komisch alles, ne? So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich will jetzt mal nach ganz oben nochmal. Wie komme ich da hin? Wie muss ich tun? Okay. Ich sehe irgendwie gar nichts hier. Ah ja, das sieht gut aus. Ich denke, wieder bis zur Kante. So, bin ich an der Kante? Ja. Dann springe ich einfach nochmal darüber. Oh! Gut, dass ich nochmal X gedrückt habe. Und... Ah nee. Das ist eigentlich auch Quatsch, ne? Hier war ich doch schon. Hier war doch auch ein Schalter. Der ist unten, ne, oder? Ah!
Da hat sich was getan. Habt ihr das gehört? Puh, das ist aber jetzt alles ein bisschen merkwürdig. Irgendwo ist jetzt eine Tür aufgegangen. Da, da unten. Oder war ich da schon drin? Wie komme ich da jetzt hin? Wie komme ich da jetzt hin? Ah, hier ist eine Plattform. Versuchen wir mal so. Oh, das sieht ein bisschen sehr hoch aus. Ach, hier ist mein Startpunkt. Ja, jetzt weiß ich erstmal, wo ich bin. Wie komme ich da jetzt runter? Einfach da rein, runterlaufen. Ich mache mal den Lauftest. Wisst ihr, wie der Lauftest geht? Der geht so. Ja, hat sogar funktioniert. Da konnte ich doch auch einfach so runterlaufen, ne? Ein bisschen mit dem kleinen Anlauf. Ja, zack. Prima. Oh! Das sieht, beziehungsweise das hört sich nicht so gut an. Ja, da sind Stacheln. Da muss ich drüber springen, dann rutscht bestimmt Lara und wieder springen. Gut, speichern. Safety first. Rutschen. Ah! Springen. Oh. Da habe ich ein bisschen zu früh gesprungen. Jetzt aber, komm. Hoch mit dir. Jawohl. Geht doch. Oh nee. Ach. Kann man hier wieder betätigen. Oh. Und nu? Speichern. Ich speichere mit Sicherheit. Tja, wäre schön, wenn ich was sehen würde. Oh. Okay. Ducken? Dann versuchen wir mal ducken. Mal gucken, was passiert. Komm hoch! Puh. Boah, das sollte ja funktionieren, ne? Ah ja, was zum Finden. Okay. Aber ich höre ja was. Dann nehmen wir nochmal eine Fackel. Ach, einfach hoch, ne? Jetzt eine Tür oder ähnliches auf. Ja, einfach mal hoch, ne? Ich trau den Braten hier nicht, ne? Man merkt es bestimmt. Ah, kriechen. Ja, und jetzt? Und jetzt? Ne, jetzt bin ich schon wieder hier. Okay. Gut, und jetzt? Warte, mal kurz die Lage checken. Diese Tür habe ich fertig gemacht. Diese Tür, ach, jetzt fällt die Tür. Wie kriege ich die denn jetzt auf? Oh. Wie bekomme ich die jetzt auf?
Ich fange mal den einfachsten Weg an. Hier ist ein Schalter, den betätige ich einfach mal.